Aloha, hey! Einen wunderschönen guten Tag. Es sind tropische 30 Grad um mich herum, obwohl es den Tag über ein bisschen bewölkt war, zumindest hier im Salon. Jetzt scheint auch hier die Sonne. Bestes Biergarten-Gehwetter. Was macht die ein Know Your Game-Redaktion? Sie versammelt sich nicht im Biergarten, sondern an den Mikrofonen und an den Skype-Schaltungen. Denn ich begrüße in unfassbar umfangreicher Runde heute. Ganz viele Menschen um mich herum. Wir fangen an bei einem Menschen, der lange Zeit als der beste André aller Zeiten galt und auch heute noch gilt. Beinahe hätten wir ihn verloren, denn er war sehr lange krank. Hallo André. Hallo Daniel. Es ist schön, wieder hier zu sein in dieser munteren Runde. Ich habe euch vermisst. Ja. Ah. Ja. Oh. Aber er hört sich noch ein wenig schwach an. Ja, es ist das ist das Wetter. Ich werde geschwächt von dieser tropischen Hitze, wie Daniel schon richtig gesagt hat. Ich habe hier einen Ventilator entdeckt, einen Ventilator, der auf volle Pulle pullt. Halt. Ja, volle Pulle pullt. Ja, mein Gehirn, merkst du schon, schmilzt schon. Es ist einfach nur warm und ich versuche es irgendwie zu überstehen. Kurze Hose am Rechner. Wie es sich gehört für den Sommer. Ja. Ohne Hose am Rechner, genau richtig. Ja, das auch. Ja, so sitze ich grundsätzlich am Rechner. Ja, so sitze ich bitte. Grundsätzlich irgendwo. Traurigerweise stimmt's diesmal sogar. Lass mich mal versuchen, den Rest von euch noch kurz Hallo zu sagen. wir schalten zur besten Sam aller Zeiten. Hallo, Sam! Hallo! How goes it you? Are you well? Ja. Oh, geht schon. Du bist ja eigentlich, dass du hier bist, ist ja fast ein mittleres Wunder. Wieso? Weil jetzt gerade ja das Defiance-Panel. Ja, das wusste ich ja nicht zu dem Zeitpunkt, dass wir den Podcast geplant haben. Oh Gott. Was macht das jetzt mit dir? Magst du es jetzt nicht mehr? Ich höre euch schon zu. Ja, das ist auch nicht live, so ist ja nicht. Du guckst es dir dann morgen an, ja? Ich lache vielleicht einfach mal dumm zwischendurch, wenn die Sachen getwittert werden, was die so gesagt haben. Welche Sachen sind echt gut? Ja. Also wenn Sam zwischendurch ganz unbeholfen daher lacht, dann liegt das nicht daran, dass ihr irgendwas nicht mitbekommen habt, sondern dass wir alle was nicht mitbekommen haben, weil Sam nämlich mit einem Ohr, und das ist eine wirkliche Besonderheit, mit einem Ohr hört sie dem Ganzen noch zu, was da so passiert. Nee, sie guckt mit einem Auge auf die Twitter-Feed, aber... Ach so, ja, genau, so war's. Ja. Das war noch komplizierter. Sie liest mit einem Ohr. Mit einem Ohr, genau so war's. Ja. Wir begrüßen dann noch ein doppeltes Lottchen quasi. Darf man das sagen? Das ist nicht negativ, oder? Nein. Bonnie und Clyde, Bongo und Perdita. Ja, Thelma und Luis. Pommes Rot-Weiß. Die Pommes Rot-Weiß der I Know Your Game Redaktion, genau. Das sind nämlich Johannes und Caroline. Hallo! Hallo Fans, habt ihr uns vermisst? Hallo! Ich begrüße euch! Ja! Doppelmoderation, Baby! Doppelmoderation! Wahnsinn! In your face! Oh mein Gott, wir wurden bedient! Wahnsinn, wir sind so viele Leute wie schon seit 1000 Jahren nicht mehr, ungefähr, man weiß es ja nicht genau. Was machen wir denn aus einer so tollen Konstellation? Ich finde, wir sollten in einem Kanon singen, und zwar alle meine Entchen. Sam fängt an. Was zum Geier ist denn los? Die wundervollen Temperaturen und der blitzeblauer Himmel. Wahnsinn. Ausgerechnet heute sind wir so zahlreich vertreten. Ist ja eigentlich fast traurig. Ja. Ein Generalverbrechen gegen das Wetter. Tja. Lass uns mal so tun, als wäre dies hier ein Biergarten. Oh ja.
Ja, vielleicht haben wir ja Glück und am Sonntag gewittert's. Und ja, dann können wir so tun, als ob wir hier bei strömenden Gewitter hier uns versammelt haben, weil uns ich keine andere Alternative bleibt. Ich fände das jetzt irgendwie bleibt. Nicht so cool. Ich könnte mir auch auf die... jetzt auch keinen gesteigerten Wert auf Gewitter. Montag ist okay. Egal. Wir könnten uns auf eine Terrasse oder auf einen Balkon setzen und Rasensprenger oder sowas anmachen. Das fände ich schon wieder cool. Den Garagensprenger? Rasensprenger. Den Garagensprenger. Wenn es jetzt gewittert am Wochenende, ne, dann wisst ihr ganz genau, wem ihr das zu verdanken habt. Dem Garagensprenger von André. Nee, dem Johannes, der hier... Richtig. Gewitter heraufbeschwört. Ja, ist doch gut. Da kann man schön wieder zu Hause bleiben. Eine Entschuldigung, wenn man seine Rolle spielen möchte. Gewitter? Ach so. Ich kann nicht kommen, ich habe Gewitter. So oder so. Ah, ja. Aha. Gewitter? So einer bist du also. Bei ihm? Ja. Im Kopf. Da fahret! Ich hab extra bei der Polizei angerufen. Wieso? Gehst du spazieren vor NSA-Gebäuden? Ja. Oh nein! Das wäre oh nicht nein, die hören das doch mit! Ja, ich meine, ich hab dauernd mit denen zu tun. Lauschangriff bei All New Game. Ja, jetzt haben wir die Kacke am Dampfen da. Ja, jetzt muss ich ganz schnell mein Nintendo Wii U Pad rausholen und den Bereich scannen, damit alles wieder gut wird. Du kannst mit dem so. Miiverse schnell ins Miiverse und aha. Ja, die kündigen sich übers Miiverse an. Ihr merkt schon, wir sind heute ein bisschen Kuschi im Kopf. Da kommen die kleinen SMA-Mies auf dem Bildschirm und wollen dich verhaften. Super. Stell ich mir gerade vor. Die kleinen Pikmins kommen und haben Handschellen auf dem Kopf. Ah, sehr schön. Und sie tragen dein Equipment in virtueller Form hinfort. Ah, schön. Ah. Wenn Nintendo NSA wäre, dann wäre es genauso. Definitiv. Vermutlich. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Und dann würden sie sagen, please look at this. Aber die lieben Freunde von Nintendo haben momentan ganz anderes im Kopf. Die scheinen nämlich sehr umtriebig zu sein und eines der hervorstechendsten Themen dieser Woche ist das Wiederbeleben von alten Spieleserien irgendwie. Ja. Ne? Kann man doch so sagen. Ja, großartig. Wobei das, ich weiß nicht, das eine ist ja schon ein bisschen schräg. Meint er, das kommt überhaupt in Deutschland raus? Wovon reden wir jetzt? Wovon reden wir? Der Fisch? Ja. Seaman? Mhm. Ich könnte mir das gut vorstellen, also. Das wollte ich immer spielen. Ja, hast du nicht. Warum nicht? Ja, weil es gab's nicht in Deutschland. Oder aus gutem Grund. das ich war bin ja so eher ein Freund. Ich mag ja so Haustiersimulationen, aber ich hab dann doch lieber irgendwas Knuddeliges oder wenigstens ein Tamagotchi oder sowas. Ich find's süß. Ich finde, das ist einfach eines dieser geilen Dreamcast-Dinger, das Sega halt rausgeschissen hat. Denen war halt echt alles egal. Ja, die haben alles da rausgebracht, worauf sie Bock hatten. Ja. Und deswegen ist die Konsole halt auch ja abgesackt, ne? Weil sich keiner gekauft hat. Aber ich finde das. Ja, aber das ist total aber es ist so geil, ja, es ist, Sega sind echt die krassesten Nerds von allen gewesen. Das muss man, das. Aber ich hatte halt auch so ein cooles Nerd-Erlebnis. Im Büro kommt meine Kollegin rüber und meint doch, du sag mal, du bist doch ein Nerd. Kannst du mir da helfen? Bist doch Nerd von Büro. Ja, das ist so das neue, super, du kennst dich doch aus mit Computer, ne? Jetzt kommst du hier auf dich, du bist doch ein Nerd. Erzähl mal, ob der Film gut ist. Du bist doch ein Nerd, genau das war auch die Idee dahinter. Das fand ich super. Du bist doch ein Nerd. Ja, das höre ich auch oft. Ja, vor allem, dass man nicht einfach die Frage stellt, sondern erstmal anfängt mit, sag mal, du bist doch, Punkt. Ja, vor allen Dingen, ich weiß auch gar nicht, warum sie das gesagt hat, weil normalerweise kommen sie eh immer alle rüber und fragen irgendwas. Ja, es ist so diese abwertende erste Gestik, dass man sich auf jeden Fall schon mal distanziert nicht, von dieser Gruppe von Menschen. Ja, ich gehöre nicht dazu, du bist doch so einer, ich frage dich jetzt mal, aber nicht, dass ich einer von euch werden will, ja, ey, ganz keine Panik. Ja. Nein, die sieht das völlig falsch. Das hat sie so auch nicht gemeint, glaube ich. Das fand ich witzig, weil sie sowas hat sie vorher auch noch nicht gesagt. Das ist so wie, sag mal, du bist doch Arzt. Ich hab hier so einen Ausschlag an der Kniekehle. Kannst du das mal angucken? Ja, aber ich bin kein Hautarzt, ich bin Kardiologe. Ja, aber du bist doch Arzt, guck doch mal. Kannst du da nicht mal gucken eben? Das ist so ein bisschen wie zu Weihnachten. Sag mal, du kannst so Klavier spielen. Oder Weihnachtslieder hier, ne? Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Hier, das Tobias, hast du Flöte gelernt? Spiel uns mal was vor.
Wer ist Tobias? Der kleine Flötenmann. Ja, ja, ich verstehe. Haben wir nicht alle einen kleinen Tobias in der Familie? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Worauf ich gerade eben hinaus wollte, war mit den ganzen, was ich mir, Quatsch, Bullshit, okay. Unsinn, was erzählt denn der Daniel hier, ist auch Quatsch. Nein, ich habe nämlich, als ich das Cover mir angeguckt habe von Seaman, ein Spiel, das, wenn ihr die News auf unserer Seite nicht gelesen habt, wir erklären es kurz, wahrscheinlich momentan irgendwie von Nintendo quasi im Hinterzimmerchen wiederbelebt werden soll. Mhm. Oder zumindest helfen die wohl demjenigen, der das ursprünglich da mal verbrochen hat, diese Sache wieder aufleben zu lassen. Und da das Cover, also das Inlay von dem Dreamcast-Spiel, das zeigt einen Fisch mit einem Menschengesicht. Mhm. Ja. Das Erste, woran ich denken musste, waren die verdammten Fische in Monty Pythons Natürlich. Sinn des Lebens in dem Aquarium, wo sich diese Großartig. Blöden Fische... Super Szene, aber warum zum Teufel gibt's ein Spiel, wo diese Viecher quasi drin vorkommen? Ist doch scheiße. Sobald du den Film sagst, fällt mir immer als erstes ein, er ist immer dort hingegangen, worauf ich hingegangen bin. Ach, es ist so gut. Jetzt doch Kanon. Jetzt doch Kanon und jetzt erst recht. Und die Peitsche. Oh Gott. Großartig. Ein super Film war das. Warum belebt eigentlich Nintendo nicht Shenmue? Das wäre, ja. Weil das würde auch auf der Wii U gut laufen, von der Technik her. Ja, das ist ein böser Diss, aber. Moment, ich hole mal eben den Shigeru dazu. Ah, der ist nicht online, schade. Ah. Aber das ist ja nicht das Einzige, was momentan wiederbelebt wird, quasi. Da ist ja noch einiges mehr. Ja, noch einige andere schräge Titel. Ja, also an Schrägheit sind die alle nicht unbedingt. Also, ja, sind alle sehr schräg, das wollte ich sagen. Okay, was war noch? Das habe ich alles nicht so mitverfolgt. Earthbound! Woohoo! Seit heute für euch vorgestern. Nee, vorgestern. Am, ist ja auch 18, am 18. Juli, sagen wir es mal so. Seit dieser Woche auf jeden Fall im Download-E-Shop für was? Wii U. Wii U. Wii U, oh, genau. Genau. Und das erste Mal überhaupt hier in Deutschland erhältlich. Oder Europa allgemein. Ja. Das kam ja nie raus hier. Was sehr schade war. Habt ihr das? Hast du das mal gespielt oder wie? Ich hab's mal auf einem böse auf einem Emulator mal angefangen. Was? Ich hab's aber nie durchgespielt. Aber es ist echt ein super Spiel. Und jetzt auf der Wii U würdest du mich ja doch mal wieder in den Fingern jucken. Aber es geht halt wieder so lang, ne? Und ich hab eh schon so viel auf dem Stapel liegen und ach, ich weiß ja nicht. Aber es ist echt ein tolles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Es ist auch sehr zeitlos. Von der Optik her tut man sich da keinen Abbruch. Und der Trailer war echt gut gemacht, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Die haben sich echt Mühe gegeben, so einen schönen Retro-Trailer gebastelt. Hier auch mit deutschen Einblendungen und vor allem stand immer unten keine Spielszene, nicht im Spiel, so enthalten. Das halt genau, bisschen, das fand ich auch ziemlich cool. Weil es halt manchmal ein bisschen aufwendiger war. Das muss ich so ein bisschen von der Optik so ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus Animal Crossing und, naja, den Simpsons. Das ist so ein ganz scharf gezeichneter Comic-Stil. Und ein sehr abgefahrener Humor. Also das Geile war halt, dass die typischen japanischen Rollenspiele persifliert haben und das Ganze in so eine Gegenwart-Zeitebene gebracht haben. Also wo halt alle T-Shirts tragen, ganz cool, locker und auf der Straße rumlaufen und halt dort gegen Monster kämpfen. Und da sind so viele abstruse Szenen und du hast halt Bratpfannen als Waffen und keine Ahnung was. Und es ist ein super Spiel. Hat mir viel Spaß gemacht für die 6, 7, 8, 9 Stunden, wo ich es mal angefangen habe. Was ist denn an Bratpfannen jetzt abstrus? Das verstehe ich nicht. Ja gut, damals Anfang 90er war das der crazy shit. Der crazy shit? Alter, da gibt's Bratpfannen. Ja, das gab's noch nicht in so vielen Videospielen. Ich weiß nicht, ob Sam jetzt gerade wegen meinem Crazy Shit gelacht. Achso, okay. Ja. Ich war mir nicht ganz sicher. Es hätte auch sein können, dass du irgendwas gelesen hast beim Defiance Panel. Das war mir nicht ganz klar. Und es kommt ein Haufen Sega-Kram raus. Also, ja. So, vor allem das erste habe ich gedacht, nein, nicht ernsthaft. Es ist schon 100 Millionen, 1000 Mal auf irgendeiner Compilation gewesen. Altered Beast. Ach so. Ich kann dieses verdammte Spiel nicht mehr sehen. Es war wirklich bei jeder Start
Vollpack-Konsole von Master System und Game, wie hieß es, Mega Drive, war es immer am Anfang dabei. Dieses oh, ist schon vorbei. Unfassbar schlechte Spiel. Was ist schon vorbei? Das Panel. So. Aber ich bin ja auch hier zeitversetzt, von daher. So mittendrin. Aber mein Rant ist noch lange nicht vorbei. Altered Beast ist ein ganz, ganz furchtbares Actionspiel von Sega gewesen, wo man einen klobigen Muskelprotz gescheuert hat, der furchtbar scheiß animiert war und immer so leicht homoerotische Tendenzen aufwies, wenn er den Kick nach oben gemacht hat und sich in einen Wolfsmann verwandeln konnte. Und die erste Stufe war immer, dass die Muskeln noch dicker waren, dass er einen ganz kleinen Kopf hatte. Und dann hat er so ein Wolfsdingens an, dann war mal eine komische Eidechse und das Spiel war so schlecht zu steuern und es hatte einfach nur gute Grafik, die man sich heute auch nicht mehr angucken kann. Und oh, Altered Beast, ey, da kann ich echt. Und das Schlimme ist, ich habe es wirklich auch so oft durchgespielt, weil es halt nichts gab anders. Und ach, es ist so traurig. Aber es ist ja nicht das Einzige, es gibt ja auch noch ein paar andere coole Sachen. Space Harrier und Hang-On und Shinobi und der ganze Kram. Mhm. Es ist echt krass. Das hätte man ja, vor 20 Jahren hätte ich ja einer ausgelacht, wenn du gesagt hättest, dass mal bei Nintendo bei einer Konferenz hier ein Haufen Sega-Titel als eine Compilation hier so angekündigt werden. Hier, zack, 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 das kommt alles raus. In der Klassik-Edition auf unserer Nintendo-Konsole. Aber Zeiten ändern sich, ne? Jetzt ist Sega die Hure von Nintendo. Tja. Das war jetzt aber ein harter Kommentar. Also, hallo. Die Hure von Nintendo. Tja. Also, Herr von und zu. So aber nicht. Ja gut, es war ja auch früher mal anders. Früher war ja Sony sogar die Hure von Nintendo, ne? Aber das sind andere Zeiten. Vielleicht wird es mal wieder so sein. Aber... Ja, genau. Wenn, und zwar, ich kann ja auch genau sagen, an welchem Tag das passiert. An dem Tag, an dem Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Echt? Dann passiert das. Freue mich drauf. Ich hoffe, dass die PlayStation 5 dann die Konsole sein wird, wo Nintendo merkt, ey, okay, es bringt nichts mehr, wir bringen keine Konsolen mehr raus, wir machen nur noch Spiele und bringen sie auf der PlayStation 5 raus. Das wäre eigentlich für alle, glaube ich, das Beste. Für alle. Ach, du alter miese Peter. Tja. Ja, ich meine, die Nintendo-Konsolen hauen mich einfach nicht mehr rum von der Hardware her. Ich denke, du warst jetzt vor kurzem so ein großer Wii U-Fan. Was ist denn da los? Ja, jetzt? Hey, ich mag die Wii U auch, aber die müssen keine Konsolen mehr machen. Ich glaube, die PlayStation 4 werde ich noch viel mehr mögen. Achso, ich möchte bitte mal Kontoauszüge von dir sehen. Das kommt mir sehr verdächtig vor. Ja, ich hab ja gerade eben vor einer Stunde noch Wii U gespielt. Ja, was hast so du ja gespielt? Was hast du denn gespielt? New Super mal Mario. Gucken, ob er die Wahrheit sagt oder ob er einfach nur. Nee, ich habe sogar ein Mario gespielt. New Super Mario. Ein Mario. Wii U. New Super Mario Wii U. Und als Vorbereitung auf New Super Luigi U. Jetzt haut aber einen raus. Weil, und vor allem letzte Woche habe ich New Super Mario Bros. 2 auf dem 3DS gespielt. Also ich bin dermaßen Mario-fiziert momentan. Mario-fiziert. Ja, da braucht mal keiner kommen hier mit, hier, der ist das ansteckend? Was? Ist das ansteckend? Was ist ansteckend? Mario-Fizierung? Vielleicht, bisher konntest du dich ja gut verdrücken. Oh, da gibt's was von Radio Fam. Ja. Irgendwie ist da unterschwellige Kritik dabei, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, wie es auf euch wirkt, aber... So, es ist Zeit, dass wir uns aus der Affäre ziehen. Stellt euch mal vor, ich meine, die geilere Hardware ist halt die PS Vita, wenn man es mal ganz realistisch sagt, ja. Oder die PlayStation 4 ist auch definitiv die geilere Hardware im Vergleich zur Wii U. Ne? Und wenn da jetzt Nintendo-Titel rauskämen, what the fuck, es wäre super geil. Warum nicht? Weil das nicht passiert. Ja, es wäre super geil. Stattdessen kriegen wir altbackene Nintendo-Richtlinien mit komischen gut. Shops, wo du kein eigenes Account hast. Und kannst du dich mal ganz schnell sanft Online-Anbindung, keine eigenes, also, du kannst nicht mal von den alten Wii-Sachen, kannst du den Download-Content und sowas problemlos machen. Ja. Stattdessen muss die Pikmin das passiert, kommen. Das muss passiert, zwei Konsolen gleichzeitig an. Zu viel Mario spielt. Reicht jetzt. Hast du ihm jetzt einen Socken in den Mund gesteckt? Schwester! Ein Notfall. Ich werde jetzt Mario nicht mehr spielen. Doch. Ich liebe es. Was ist das heute für ein Chaos, Mensch? Da muss ich aber mal durchgreifen hier. Das ist ja Wetter, doch. Und Wochenende. Oh ja. Ja, ich denke auch.
Eins von dem. Wetter. Das Gewitter im Kopf. Haben wir denn jetzt alle gerätroten oder in Zukunft noch zu gerätrohenden Spiele durchgerätrot oder was? Haben wir Strider schon erwähnt? Nee, mach mal. Ja, auf der San Diego Comic Con, die mittlerweile Sonntag gesehen schon vorbei ist, wurde ein Remake des 1989 erschienenen Arcade-Spiels Strider angekündigt. Side-Scroller mit sehr schnellem Gameplay. Einige kennen vielleicht den Charakter aus Spielen wie Marvel vs. Capcom. Mario vs. Capcom. Mario vs. Capcom, genau, weil Mario macht halt Capcom komplett platt, ist halt normal. Deswegen muss Capcom mit dem kompletten Raster auftauchen. Gut. So, und der Titel soll 2014 bereits erscheinen. Digitaler Release für PC, PS3, PS4, Xbox One und Xbox 360. Ich erst fand das da ziemlich cool aus, ja. Gameplay-Video gibt's auch schon, ein 7-minütiges. Ah. Es sieht so genauso aus, also kommst du denn vom Gameplay her, ist es eine Hommage an die alten Strider-Spiele oder ist es... Ja, also schon, also es ändert, aber irgendwie fand ich von dem Gameplay her so ein bisschen an das neue Metroid von Team Ninja. Das zuletzt, also Other M, das erschienen ist, so vom Sidescroller her, man das hat ja schon mal nichts Gutes. Man hat eine Stadt, die man komplett erkunden kann, aber wo von Anfang an nicht alles halt erreichbar ist, weil bestimmte Fähigkeiten fehlen, die du dann im späteren Spielverlauf kriegst und wo du dann zurückgehen kannst, um die unerreichbaren Orte zu erkunden. Ansonsten halt, wie gesagt, Sidescroller 2D, aber schnelles Gameplay. Ja, sah ganz cool aus. Oh, das Trailer war also der Trailer geil. Sieht gut aus, ja. Klingt auf jeden Fall schon spannend. Schon erstaunlich, wie viel 2D-Remakes gerade rauskommen, ne? Also ich fand DuckTales Remastered kommt ja auch. Ja, stimmt. Das ist ja bald schon im August, ne? Ja. Ja. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist ausgezeichnet. Alles sehr bald schon am Start hier. Ja, und Castle of Illusion ist ja auch so eine Geschichte. Ja, genau. Das gibt's auch noch. Ja. Ich warte noch auf Darkwing Duck, dass das nochmal kommt. Das war auch sehr geil. Oh, und Chip und Chap gab es ja auch noch ein 2D-Dingens. Jetzt gräbst du Sachen aus. Geschichten. Chip und Chap. Das ist aber völlig Rangers an mir vorbeigegangen. War's ehrlich? Ja. Chip und Chap. Ach nee, ja, jetzt wo die Melodie Einsatz wieder ertönt, ist alles wieder klar. Ja. Ah. Die Rettungstruppe hießen die, ja. Das haben wir auch geguckt, als ich Kind war. Und noch sehr klein, ja. Ja. Ja, auch wenn es merkwürdig klingt, wir alle waren mal klein. Ja. Sogar der Johannes. Sogar Wario war mal klein. Nein, der war nie klein. Nee. Ist doch Wario? Aber Wario hat auch eine Mutter. Nein. Quatsch. Hä? Gott. Shigeru Yano oder was? Wario hat eine Mutter und sie hat ihn sehr gern gehabt. Warum hat man eigentlich nie die Eltern von Mario, Luigi und Wario kennengelernt? Jetzt bring doch keinen auf Ideen. Das wird alles zerstören. Wenn es schon Baby Mario und Baby Luigi gibt, hätte ich gern einen Opa Mario. Aber die sind doch vom Storch gekommen. Dann müssten die so viele Charaktere erfinden und die mit einer Story ausstatten. Das wird ja niemals enden, weil dann möchte jemand wissen, von wem stammt der Opa ab? Hat der Opa in irgendeinem Krieg gekämpft? Vom Mushroom Kingdom? Der, keine Ahnung, die Bösen überhaupt da erst reingelassen hat. Oder, keine Ahnung, haben die gegen die Yoshis gekämpft? Was weiß ich denn? Keine Ahnung. Das sind ganz schlimme Gedanken. Ich hoffe, es hört keiner zu von Nintendo. Ich finde das so geil, wenn Mario mit seiner Zeitmaschine in die 80er reist und dann trifft er seinen Opa, also seinen Vater. Ja, und der ist noch verfeindet mit Donkey Kong. Ja, der Urbösewicht von Mario, also dem Ur-Mario, ist dann Ur-Donkey Kong. Ja, und das ist natürlich dann ein Interessenskonflikt, ne? Weil später sind ja Donkey Kong und Mario ganz dicke miteinander. Ja, also da sehe ich jetzt schon ganz, ganz spitz so eine Dramatikkurve sich zuspitzen. Das könnte ein ganz großes Kino werden. Ich sehe schon jetzt Super Mario RPG Donkey Kong Edition in den Leben stehen. Super Mario Grandfathers. Nicht Brothers, sondern... Oh Gott. Ich finde das ganz schlimm. Ja, eben. Deswegen, das darf es niemals geben. Nein. Oh, und das ist dann
Das ist dann super langsam. Ne? Das ist sehr, sehr langsames Springen und Laufen. Alle haben Rollatoren. Ja, und die Goombas haben Stöcke und so Schnäuzer und Bärte und rutschen auf ihren eigenen Bärten und aus. Und Kompressionsstrümpfe haben sie an. Oh das Gott. Das ist fantastisch. Ja, ich bin auch ganz begeistert. Super. Ich hoffe, ihr seid auch ganz begeistert von dieser Idee. Schreibt's doch in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was da so passiert. Super Mario Grandfathers Edition. Und wenn Mario ein Pilz ist, dann wird sein Bart einfach länger. Und er kann sich dann da drauf... Kann darauf reiten, als Trampolin benutzen, als Springbrett. Habe ich, also ich weiß nicht, ob das jetzt an der Matsche in meinem Kopf liegt, aber ich habe das Gefühl, wir reden seit geraumer Zeit eigentlich nur Quatsch. Das stimmt doch überhaupt nicht, wenn, dann ist nicht Quatsch. Doch. Das ist, vielen Dank für diesen sehr wichtigen Hinweis, das ist richtig. Wir reden tatsächlich seit geraumer Zeit Quatsch. Ja, und Sam macht auch noch, obwohl das Defiance Panel Dingens schon der Grube ist. Ich amüsiere mich dann über das, was hier so geredet wird. Ja. Das ist der Sommerwahnsinn. Wir stopfen das, ist das ja, euer ja, Sommerloch. Der Kajütenkoller ist das. Der Hüttenroller, das klingt wie ein Käse. Nein, der Kajütenkoller. Ja. Oder eine neue Sorte von Cabin Fever auch genannt. Von Chipsfrisch. Ich meine, ich fühle mich drin ganz wohl. Die LED-Bräune tut gut. So, dann rede ich auch so. LED-Bräune ist schön. Ja, früher war es TFT-Bräune, aber wer hat schon noch einen TFT-Schirm? Eben. Ah, bei mir ist es inzwischen Beamer-Bräune. Oh, Beamer-Bräune. Oh, Beamer-Bräune. Da hat jemand zu viel Geld. Oh. Ja, ich denke auch. So ein Quatsch. Spenden bitte an folgendes Konto. Beamer geschmissen, sind ja teilweise günstiger wie Fernseher. So dann wollen wir mal über wichtige Themen sprechen, die die Welt berühren und die die Welt bewegen. Da du das vorgeschlagen hast, Caroline, darfst du anfangen. Na toll. Deadpool. Wuhu. Ja, Deadpool. Oh, scheiße, Mann, den habe ich ja noch gar nicht online gestellt. Jetzt eben. Deadpool. Ja. Na. So, live erstmal die Schande ausgeteilt. Ja, mit Code habe ich mich... Was? Ich dachte, wir reden darüber. Nein, wir reden über was anderes. Ach so. Ja. Ja, ein Deadpool-Test ist da, denn du hast es gespielt. Und bist du immer noch ein großer Deadpool-Fan oder sagst du jetzt, ich bin ein großer Fan, ja, nee, doch, ich bin ein großer Fan von Deadpool und ich bin auch ein großer Fan der Humor-Abteilung von High Moon. Aber alles andere können sie mal so ein bisschen in den Tonne kloppen. Also sie dürfen gerne einen Film mit Ryan Reynolds oder was auch immer geplant ist machen. Ryan Reynolds ist doch Green Lantern. Nee, ich habe irgendwas gelesen mit Ryan Reynolds wird als Iron Man, als Deadpool gewünscht. Wir wollen mal nicht übertreiben. Nein, es ist nur ein Gerücht. Das munkelt man auf meiner Straße. Oh, verstehe. In meinem Ghetto. Genau, also ein Film wäre toll und würde ich mir sehr, sehr gerne angucken. Ansonsten, ich bin Deadpoolisiert und freue mich auf viele Comics, die ich jetzt noch nachholen kann und ich bin sehr angetan. Toller Kerl. Macht mir Spaß. Das Spiel war halt vom Gameplay her eher mau manchmal und anstrengend. Aber der Humor hat es echt alle 5 Minuten immer wieder rausgerissen, weil es so Spaß gemacht hat zuzuhören, wenn er austeilt. Also man kann es spielen, es dauert auch nicht lange, es zu spielen, so 6 bis höchstens 8 Stunden vielleicht. Ach echt? Und dann ist man auch schon, ja, man ist super schnell durch. Je nachdem, auf welchen Schwierigkeitsgrad. macht bitte ultra brutal, nur wenn ihr viel Zeit, viel Nerven, vielleicht nach Dead Souls könnt ihr gerne dann... Dead Souls? Dead Souls? Dark Souls, oder? Oh, das ist so traurig. Das sagst du, wenn ich neben dir sitze, schaffst du es nicht, mein Lieblingsspiel Deadpool, richtig Dark Souls. Entschuldige bitte, dass ich... Ach. Dark Souls. Dark Souls, genau. Ich schlafe heute Nacht auf der Couch. Also, glaube ich auch, wenn du dann noch länger eine Szene machst, Johannes. Hör auf unseren Paartherapeut. Ich sag ja auch nicht Secret of Schmu, würdest du dich auch aufregen. Secret of Schmu. Ja. Ich glaube, damit hast du dich selbst ins Ausgeschossen irgendwie. Liebe Podcast-Zuhörer, ihr werdet hier gerade Live-Zeuge, wie eine Beziehung auseinanderbröselt. Quatsch. Das ist das, was uns zusammenhält.
Der Kit, der euch zusammenhält. Wer ist Kit? The Kick, weißt du. Das ist ein Auto. No risk, no fun. So. Das ist mein Motto. Genau, also Deadpool auf jeden Fall spielen, um wenigstens deinen Charakter ein bisschen kennenzulernen und dann weitersuchten. Aber bitte nicht auf ultra brutal, das ist echt ultra brutal. Wer hätte das gedacht? Ja, aber das ist doch mal schön, dass es mal wieder Spiele gibt, die wirklich schwer sind. Ja, aber das ist so schwer, dass es schon keinen Spaß mehr macht. Und das Blöde ist halt, man kann da nicht mehr umswitchen. Das heißt, wenn man jetzt auf ultra brutal angefangen hat, muss man es auch entweder zu Ende bringen oder komplett von neu anfangen auf einem anderen Schwierigkeitsgrad. Und das ist definitiv total doof. Das finde ich aber ein bisschen merkwürdig. Also das das habe ich ja auch eher so, als sehr hätte keiner vorher darüber nachgedacht, dass das Sinn machen würde. Ja, ja, genau. Also das ist vor allem, die Schwierigkeitsbeschreibungen sind ja sehr humoresk verdingsbumst. Verdingsbumst? Tja. Verfasst, ja. Und, also geschrieben und verfasst, genau. Verfasst. Und dadurch kann man nicht wirklich ausmachen, ob man das jetzt, ob das jetzt machbar ist für einen oder nicht. Und zwischen Babyleicht, Veteran und ultra brutal sind irgendwie wenige Grauzonen. Das heißt, keine Ahnung, ob ich jetzt, also man kann es nicht einschätzen, man macht es auch schwer, weil man denkt, ach, wird schon gehen. Und dann sitzt man halt in der Patsche beim ersten Endgegner und denkt so, ja toll. Tja, die Wahl des Schwierigkeitsgrads will wohl überlegt sein. Ja, aber man ist es mittlerweile gewohnt, dass man nochmal umswitchen kann, was ja, ich auch völlig legitim finde. Ja, das stimmt. Ich gehe immer gleich als erstes in die Option und gucke, kann ich das umswitchen? Wenn nicht, dann gucke ich im Internet, ob das wirklich so schwer ist und dann... Ja, du! Ich mache das auch nicht so. Ich gucke einfach nach und dann spiele ich es halt so, wie ich denke, ja. Ja, ich mache das ja, halt genau. Aber auch so, dass ich mich dann darüber ärgere, dass es nicht geht. Ja, das stimmt. Also das war wirklich ärgerlich, weil ich dann schon gut eineinhalb Stunden da gesessen habe und mir die Finger wund geböllert habe. Und dann beim letzten Endgegner echt nach dem 30. Mal hatte ich keine Lust mehr. Ich habe es einfach nicht gepackt. So. Und dann, andererseits würde ich wahrscheinlich auch ein Spiel auf einem ersten Durchgang nie auf ultra brutal anfangen. Ja, aber das Problem ist halt, dann habe ich es auf Baby leicht schnell weit, also nochmal von vorne gespielt, damit ich möglichst schnell auch wieder an den Ausgangspunkt zurückkomme und habe es dann auch so zu Ende gespielt. Und selbst beim Ende habe ich schon ganz schön geschwitzt, dass ich nicht sterbe auf Baby leicht. Es muss unrealistisch gewesen sein auf ultra brutal. Ich glaube nie im Leben, dass es geklappt hätte. Man war ja nach zwei Schüssen schon tot. Oh, ich sehe jetzt schon in den Comments-Bereich explodieren. Ja. Mädchen. Ist ja voll doof. Ich kann ja alles hier auf super unmöglich durchspielen. Was für ein Alter. Gamerscore hast du eigentlich, ey? Seht ihr, ist nicht sechsstellig. Ja, geht eure Windel wechseln. Oha. Jetzt geht das recht los. Jetzt geht's ja wirklich los. Super. Ja, das sind mal diese Kiddies und dann denkst du so, ja. Kommentar-Shitstorm. Muss halt auch was anderes am Tag noch tun. Nee, also... Zum Beispiel den Johannes beruhigen. Ja, genau. Ihm die... ich bin völlig ausgeglichen. Den Baldrian vermitteln. Also, ja, Deadpool spielen macht Spaß, aber bitte dann auf Veteranen. Oder so. Dark Souls spielen. Dead Souls? Deadpools. Nein. Heißt das. Dark Pools. Puh. Ach, Dark Pools, genau. Ja, den Test zu Deadpool könnt ihr herausfinden, könnt ihr nachlesen, zwar auf unserer wundervollen Seite. Und wo wir gerade so schön beim Thema Kommentare waren, muss ich direkt mal ein paar Sachen in eigener Sache loswerden. Denn im letzten Podcast haben wir euch aufgefordert, auch euch, liebe iTunes-Zuhörer, ja genau ihr, braucht euch nicht verstecken, ich habe euch gesehen und gehört. Und gerochen habe ich euch. Ich habe hier hinten noch einen. Ja, er hat sich hier hinten versteckt. Ja, ich hab's gewusst. Aha. Ja, ja. Ich sehe dich. Einer von euch hat es tatsächlich geschafft, ob seines vollgepackten Terminkalenders sich mal in den Kommentaren zu melden. Das finde ich beschämt. Also ich finde nicht beschämt, dass du dich gemeldet hast. Ich finde beschämt, dass es nur einer war. Das ist wirklich. Aber vielleicht sind das Leute, die den Podcast, die sowieso den Podcast schon hören. Nein, darum geht's ja. Es sollten sich ja die Leute melden, die das auf iTunes hören, aber nie einen Kommentar bei uns hinterlassen. Stellt euch mal vor, ihr seid der eine Typ gewesen, der das jetzt gepostet hat. Der fühlt sich jetzt dermaßen angesprochen. Genau, wir müssen jetzt mal namentlich melden. Und traut sich melden. Jetzt nie wieder, was zu posten, weil es jetzt so in die Hose gegangen ist. Nein. Weil er jetzt der Einzige war. Nein, wir müssen jetzt namentlich nennen. Ich nenne ihn und jetzt ganz namentlich. Ganz so loben. Okay, Achtung! Haltet Achtung. Euch bereit, jetzt kommt der Name. Okay. Achtung! Sepp Hamm. Hi! Oder Sepp Hamm, ich weiß es nicht.
Heiser automatisch Fan. User des Monats, würde ich mal auf sagen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Beifall. Er schreibt, ja, nach eurem Aufruf habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen und melde mich jetzt als ein bisher stiller Zuhörer mit einem ganz lauten Hallo. Kollegiale Grüße aus dem Sauerland, schreibt er, und er heißt Basti. Basti, an der Stelle, du bist unser User des Monats. Haben wir irgendwie einen Preis zurück für ihn? Hat jemand irgendwelche Goodies? Meine Liebe, das muss Preis genug sein. Okay, das also finde ich in Ordnung. Basti, du bist der Beste überhaupt. Das, ja, auf jeden ja Fall. Und wir haben wenn du nochmal kommentierst, dann loben wir dich noch mehr. Richtig. Noch nee mehr, das geht ja kaum. Ja, einmal noch vielleicht so. Ja, so, okay. So am Rande. Ich meine, das zweite Mal ist ja schon nicht mehr so besonders wie das erste Mal. Ja. Genau, jeder, der das erste Mal neu kommentiert, wird hier namentlich erwähnt. Ja. Nee, wir wollen es mal nicht übertreiben, oder? Doch. 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 Ab doch jetzt. Ab jetzt machen wir das. Ob ja, ihr wollt oder nicht. Wir können wir verstoßen gegen sämtliche Datenschutzauflagen. Ja, NSA my ass. Jetzt geht's richtig los. Hallo liebe NSA, an dieser Stelle, wir grüßen euch. Weil wir euch mögen. Richtig. Wir wissen ja, dass ihr uns zuhört. Bling, bling. Richtig, wir machen das unter anderem auch nur für euch. Ja? Natürlich. Unter anderem? Nein. Ich mach das eigentlich nur für mich. Ach so, ja, okay. Ich mach's für meine Katzen. Ja! Sind die bitte, deine Katzen müssen ja in Zukunft verbunkert werden, wenn du Podcast hast. Ja, ich ja sehe schon, ich guck, mein misstrauischer Blick wandert schon wieder gegen Tür. Sie ist offen. Was ist hier passiert? Oh, oh. Nein, sie ist ja beschäftigt. Aha. Aha. Ja, okay. Mit Hecheln. Noch etwas in eigener Sache. Ich habe in den Kommentaren des 108. ein New Game Podcast habe ich etwas angekündigt, das allseits immer wieder für großes Hallo gesorgt hat. Okay. Und was vielen Leuten sehr wichtig war, dass wir das mal wieder machen, tun. Und zwar geht es darum, dass wir einige Videoreihen fortsetzen, Freunde. Auf allgemeinen Wunsch hin. Und jetzt erwarte ich einen unglaublichen Trommelwirbel. Hey! Anna wird fortgesetzt. Yay! Denn wir haben endlich einen Weg gefunden. Wir haben endlich einen Weg gefunden, wie wir das Material, das die Caroline im Schweiß ihres Angesichtes bereits aufgezeichnet hatte, tatsächlich verwenden können. Und wir legen direkt los am Samstag, also gestern für euch quasi. Super, endlich geht's weiter. Endlich geht cool das weiter. Ja. Sag mal, Caroline, warum hat denn das so lange gedauert? Ey, das nun ist ja, hm, ich, das Internet ist kaputt gegangen, ich habe den Internet Explorer gelöscht. Ach so. Den benutzt doch kein Schwein, oder? Jetzt mal ehrlich. Nein, meine Mutter. Ich versuche sie seit Jahren auf den guten Pfad der Tugend wieder zurückzubringen. Sag mal, Caroline, du bist doch ein Nerd. Du weißt doch, wie das funktioniert mit dem Internet Explorer. Mein Drucker druckt nicht mehr. Ja, Mama, du musst ihn auch anschließen. Haben Sie ja Strom? Aber wieso? Ja, dieses Kabel führt vom PC zu dem Drucker. Ich habe auch eine Nabelschnur gehabt. Verstehst du? Das ist jetzt aber ein kruder Vergleich, wenn ich das mal sagen darf. Stimmt. Echt? Finde ich mir gleich mal merken, ja. War so gedacht, ja. Das war genau so gewollt. Ah, er sollte krude sein, ich verstehe. Ja, auf jeden Fall. Also, so muss man es einer Mama halt verständlich machen. Ja. Was ich sagen wollte ist, wir haben jede Menge Videokategorien irgendwann mal begonnen und haben sie dann quasi weggelassen, nachdem nicht ganz klar war, wie wir zum Beispiel bei Anna das Problem hatten, technisch, das war gefrapst und das eine Schnittprogramm erkennt es, das andere erkennt es nicht. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden. Ich gebe auch zu, dass ich sie tatsächlich lange nicht gesucht habe. Jetzt haben wir aber eine. Und jetzt bringen wir, also ich glaube, es sind mindestens noch drei. Also eins jetzt am Samstag rausgekommen und dann nächste Woche machen wir auf jeden Fall weiter. Ich lese mal ganz kurz vor, ein weiteres Zombie-Wochen-Video gab's. Samstag gibt's dann die Fortsetzung der Anna-Reihe. Am Sonntag kommt dann etwas, das auch einige Leute wollen, nämlich diejenigen, die auf dem PC darauf warten und die für diejenigen, die nur eine PlayStation 3 haben und das Spiel niemals haben werden, es aber unbedingt gucken möchten. State of Decay aus unseren Zombie-Wochen. Habe ich einmal ja gespielt und dann habe ich es quasi fortgesetzt auf bei Tryout und jetzt
geht's weiter. Bei uns. Hm. Ja, cool. Ja, ich bin auch ganz, ganz tief innen drin im Spielen. Das ist sehr intensiv alles. Das Ach, cool. Ich bin so gespannt, was du zum Ende sagst. Also, wenn du es mal gesehen hast und gefühlt. Von State of Decay? Wieso? Hallo? Warum spricht denn jetzt keiner mehr mit mir? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wie es endet. Ich auch nicht. Großartig. Caroline, erklär uns doch, wie das Spiel endet. Nein, du es nicht. jetzt habe ich Angst. Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle das Thema wechseln. Oh, verdammt, was passiert? Ah! Don't tease me like that. Das ist unfair. Sie werden alle sterben. Ja, das auch. Ja, und das bringt mich auch direkt zum nächsten Ding. Vielleicht meintet ihr das auch. Oder habt ihr gerade über Red Dead Redemption gesprochen? Nein, ach nein, Quatsch, nicht nein. Da. Also, ah, nein. Nein. Also, was ist denn rapsen? Das? Ein neues Spiel. Red Dead Redemption. Ist das von hier Red Star Revolver? Nee, das Studio? Ist ein Red Dead Radieschen. Ich hab euch sowas von erwischt. Ich hab euch sowas von erwischt, Leute. Ah. Es hat sich gerade in meinem. Ich bin gerade geistig irgendwie weggeschwiffen und kam wieder, als ich dachte, dass du über Red Dead Redemption redest. Unglaublich. Ja, Red Dead Redemption, wenn wir bei dem Thema gerade sind. da mache ich auch weiter und zwar nicht mehr in schriftlicher Form, auch wenn ich das sehr genossen habe. Aber ich denke, dass es tatsächlich auch für euch einfacher und schöner zu verkonsumieren ist, wenn ich das in Zukunft als Video mache. Das mache ich auch einfach und ich bin jetzt noch nicht direkt am Ende, aber auch das Video wird es bald geben. Und zwar nächste Woche wird es da ein weiteres Video geben. Dann also geht auch die Redaktions-Challenge, die Challenge, wie wir sie gerne nennen, geht dann in die nächste Runde. Und dann haben wir noch, jetzt gucke ich gerade mal, wir haben ja so viel momentan, das ist ja der Hammer. Eigentlich gibt es jeden Tag jetzt ein neues Video. Denn wir reaktivieren am Montag den Wochenrückblick. Ziu! Für den Fall, dass ihr irgendwas auf der Seite oder auf YouTube verpasst habt von uns. Wir fassen alles nochmal zusammen und verlinken auch drauf, wenn es uns möglich ist, damit ihr da nichts verpasst habt. Am Dienstag gibt's dann nochmal State of Decay und dann gibt's auch noch Spiele-Quickies ohne Ende. Also in nächster Zeit werden wir euch videomäßig sowas von bombardieren, dass ihr denkt, euch hätte ein Elefant geknutscht. Oh ja. Ich weiß nicht, warum freust du dich so? Wurdest du schon mal von einem Elefanten geknutscht? Nee, aber es hört sich exotisch an. Ach so. Ja, es ist exotisch. Woher weißt du das? Ich hab davon gelesen. Aha. Okay. Ich bin mal als Kind auf dem Elefanten geritten. Ach, guck. Um Himmels Willen. Wie das denn? Wo? Bei welcher Gelegenheit? Zirkus? Warst du etwa Zirkuskind? Ich war nicht. Nee, aber Zigeuner. Das konnte man da im Zirkus machen. Ja. Es gibt bestimmt noch irgendwo so ein Polaroid-Foto von mir, wo ich auf dem Elefanten sitze. Oh, wenn du das findest, das wäre total cool. Das haben wir auf Facebook. Zu Hause noch, aber da komme ich jetzt überhaupt nicht ran. Schade. Das wäre witzig. Oh, jeder von uns sollte sein schönstes Kindheitsfoto posten. Nein. Oh, das ist ein dicke Kamera mit der Videokamera. Abgelehnt. Im Disneyland. Ich habe auch ein paar Fotos gehabt, wo ich dachte, boah, das ist so ein Zusammenfassungsbild der 80er und 90er in einem. So wie die Leute aussehen. Mit Pumphose und Chubachubs. Nicht unbedingt, aber die Frisuren vor allen Dingen von meiner Mutter und so anderen Verwandten, das ist schon so ganz klar 80er, 90er, so Dauerwelle. Solche Sachen, super. Schlimm. Dauerwelle finde ich ganz furchtbar, dass sich das auch durch die Jahrzehnte hindurch gehalten hat, kann ich bis heute nicht verstehen. Das Geile ist, mein Bruder hatte Mitte der 90er Jahre geheiratet und es ist jetzt vor einem Jahr ungefähr das erste Mal seitdem das Hochzeitsvideo wieder aufgetaucht. Das hatte irgendeiner gefilmt, den ganzen Kram, und der hatte sich aber die ganze Zeit, hatte das Tape nicht rausgerückt, und jetzt vor einem Jahr haben wir das dann alle mal wieder geguckt. Und das ist so flashig, ja, wenn man dann alles so in diesem 90s-Style sieht. Und vor allem, du merkst halt, dass der Film Pulp Fiction halt gerade rausgekommen ist, ja, am Tanz und so und den Frisuren. Das ist echt ganz großes Kino. Und der dicke kleine Johannes, der lümmelt sich durch die Menge
und holt sich überall was vom Buffet. Ganz, ganz herrlich. Großartig. Der kleine, doofe, fette Junge. Ja, der kleine, doofe, fette Junge, der bestimmt auch Nerd ist. Damals schon. Seid auch ihr Nerd? Wir kriegen euch alle. Ach, das ist so herrlich. Ich könnte jetzt mir direkt ein Bierchen aufmachen. Natürlich ein alkoholfreies. Oh, das wäre was. Das wäre jetzt geil. So ein schönes, kühles, frisches. Oh, ja. Ich habe schon ein schönes Malzbier im Kühlschrank. Das muss ich nachher nur noch holen. Oder eine Fassbrause. Oh, du. Oh. Ich will jetzt Zitrone oder Holunder? Noch in einen oder Biergarten Apfel? Gehen. Ja. Da bin ich schwer für. Ich trinke immer die Speckvariante. Ach so. Das ist lecker. Okay. Boah, das ist ja gut. Wirklich ekelhaft, oder? Ja. Fassbrause Bacon? Fass Bacon. Fass Bacon. Oh. Baconbrause. Gudrun Holzapfel. Wer ist denn Gudrun Holzapfel? Den Namen kenne ich doch irgendwoher. Keine Ahnung. Das Synonym meiner Mutter? Was? Das Synonym meiner Mutter? Ja. Ist das so? Weil der gefällt nämlich Tryout. Sehe ich gerade. Aha. In meinem E-Mail-Postfach. Nee, die andere Gudrun ist. Ach so, nee, dann ist das halt andere. Ja, cool, Gudrun Holzapfel, willkommen. Ja, ja, herzlich willkommen. Hi. Wunderschön. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Nintendo Markenschutz haben wir schon, Siemens. Meine, ihr merkt's, ne? Es ist die Woche nicht so wirklich viel passiert. Ich fand sie natürlich interessant. Die amerikanische Einwanderungsbehörde erkennt League of Legends jetzt als richtigen Sport an. Das heißt, Leute, die das spielen, können halt dann so ein Sportlervisum beantragen. Okay. Also die Profisportler aus der E-Sports League. So. Das finde ich geil. Das ist ganz schön strange, oder? Ich schätze aber, StarCraft 2 ist vielleicht schon anerkannt sogar. Ja, bei Counter-Strike ging ich auch so eine Geschichte gewesen, dass das dann anerkannt war und sollte angeblich auf den Olympischen Spielen sein, dann war doch nichts irgendwie. Also ja, das wird ja das. Irgendwie kann ich so Sachen nicht ernst nehmen, solche Meldungen. Echt? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich schaue mir das total gerne an. Also League of Legends jetzt nicht, aber ich schaue mir öfter mal die StarCraft 2 Wettkämpfe an. Die großen dann. Und das ist schon ziemlich geil. Ich sag ja, ich bin Nerd, ne? Das ist halt überhaupt nicht mein Genre, ne? Ich meine, ich spiele es ja so schon nicht gern, so Echtzeitstrategie-Kram. Und dann noch zugucken, das stelle ich mir irgendwie. Wenn es eine Hölle gibt, dann. Also eine personifizierte Hölle, die auf jeden zugeschnitten ist, dann sehe die bei mir so aus, dass ich bis ans Ende meines Jenseits-Daseins mir StarCraft-Matches angucken muss. Aber ich muss auch sagen, also ich meine, ich schaue es mir natürlich auch an, weil manche Spielzüge sind einfach genial. Du denkst dir so, Alter, das geht doch überhaupt gar nicht. Wie machen die das? Aber es ist ja auch so, ich schaue es mir zum Teil ja auch wegen den Kommentatoren an, weil die sind so geil. Ey, was diese Typen für eine Scheiße labern können in so kurzer Zeit, das ist unfassbar, einfach nur geil. Das ist ein bisschen ich wie... Ich krieg ja immer Gehirnsausen. Oder nach QVT-Leuten. Das krieg ich auch hin. Also ich schaue mir das total gerne an. Jetzt haut er hier einen raus, das krieg ich auch noch hin. Und deswegen. Nein, viel Schwachsinn in kurzer Zeit labern, das meine ich. Ach so, ja. Also, das können die echt super geil. Also, was da manchmal geredet wird, das ist unfassbar. Das macht es aber auch unglaublich unterhaltsam, eigentlich. Ich kann mir das auch nur ganz schwer vorstellen, dass ich damit meinen Abend fülle. Warum gibt es eigentlich von StarCraft dann so tolle Kommentatoren und bei einem Volkssport wie Fußball kriegen sie es nicht hin, einen Kommentator zu finden, der dich vom Anfang bis Ende des Spiels bestens unterhält? Nerds? Ja. Ja, aber ich meine, aber jetzt mal ernsthaft, wenn du im Fußball, ich meine, Fußballgucker sind auch Nerds, ja, die vernörden sich dann im Fußballtum. Ja. Das finde ich außerdem musst du nur mal gucken, wer die halt ranzieht. Ich meine, wo die herkommen. Gerade die, ich kenne mich in der deutschen Cast-Szene jetzt nicht so aus, aber wenn du guckst, wer da castet, da ist halt Total Biscuit. Ich meine, das ist einfach nur geil. Ich liebe auch dem seine Reviews. Also, der beste Review war neulich auch. Es ist so, most mind-numbing and monotonous piece of bollocks I've ever had the displeasure of playing. Ich so, boah, das ist mal eine geile Review, Alter. Und dann mit diesem richtig coolen britischen Akzent. Ich meine, das rockt einfach nur, ja? Wenn der StarCraft 2 kommentiert. Dann hast du Day 9, der auch manchmal da dabei ist. Der gehört so zu der Clique um Felicia Day und Will Wheaton. Der weiß aber auch, was der für Zeug labern kann.
Und, ja, und noch so ein paar andere Leute, die auch ziemlich unterhaltsam sind dann. Aber das ist dann ja, also doch, das eher, ich weiß ja nicht, das ist dann vielleicht auch eine kulturelle Geschichte, weil ich meine, wenn du die brasilianischen Fußballkommentatoren hörst, ja, die machen ja auch hier Schnatter, Schnatter, blablabla und können das die ganze Zeit durchhalten, ja. Ja. Und bei uns, Spiel beginnt. Er gibt den Ball ab. Oh, schöner Pass. Hier, Klose. Klose. Nee, so läuft das überhaupt nicht bei. Ah, Mikrofon. Ja, und so geht es eine ganze Zeit weiter. Und, das, oh, und dann ja, redet er irgendeinen Stuss. Und du denkst, ach ja, er hat einen schlechten Tag. Ja, oh, komm, erzähl mir doch nicht hier. Ja, es ist so furchtbar. Ey, ich wünschte mir, warum kann man eigentlich nicht Fußball gucken ohne Kommentator? Also kann man, warum kann man das nicht, wie bei deinem DVD, eine Tonspur hier zuschalten, einfach nur Stadionakustik? Also wenn, fertig. Dann musst du ja die, ich mochte ja eigentlich ganz gern hier vom ORF die Kommentatoren. Ich finde mit dem Ösi-Ding, das klingt, ist alles cooler. Ja klar, Österreich, super. Das habe ich wunderbar, mir sehr gerne angeschaut. Ja, das ist doch wirklich so, also wenn man mal vergleicht, ich habe war jetzt 2 Wochen in England, und wenn du da einen Fußballkommentator hörst, der genau. Redet in einer Tour, der hört überhaupt nicht auf zu reden, und der redet immer noch, und der redet schon wieder, und der redet immer noch, und dann ist er... Und beim Deutschen ist das wirklich echt schnarchig dagegen. Sind wir Deutsche schnarchig? Ich weiß es nicht. Per se? Ja, also so ein bisschen. Ja, zumindest in der öffentlich-rechtlichen Medienlandschaft. Also, da ist ja nur Schnarchnasen. Habe ich das Gefühl. Ja, ich meine, gut, ich will es jetzt auch nicht verallgemeinern, ja. Es gibt schon auch ganz tolle, dufte Typen, die da arbeiten. Tolle, dufte Typen. Oh. Aber so gerade im Fußballbusiness, oh, das sind alles so lahme Arschbacken, sorry. Ihr müsst echt mal ein bisschen aus dem Pott kommen. Es ist einfach nur nervig. Es geht einem auf den Senkel. Und ich weiß nicht, da muss halt die müssen doch auch Post bekommen. Das gibt's doch nicht. Meinst du, die kriegen schon E-Mails? Ich bin bei manchen nicht überzeugt. Ja, vielleicht. Es sind halt keine Nerds bei ARD und ZDF. Ja. Das war scheiße. Ja, wir sind ganz schön abgeschwiffen. Wir sind schon wieder weg von Gaming-Themen. Es ist aber auch momentan, Freunde, seht uns nach, es ist einfach Sommerpause. Und das bedeutet, dass das, was momentan passiert, eigentlich nur auf Download-Plattformen, also wenn was passiert, dann da. Zum Beispiel Steam Summer Sale geht, glaube ich, noch bis zum 22. Ich glaube, bis Montag, ne, oder? Bis zum 22., ja. 22., also noch ein paar Tage, dann ist der Zug abgefahren. Aber man merkt auch, momentan kommt relativ wenig in die Läden, aber dafür umso mehr auf diverse Download-Plattformen. Also Capcom schießt da im August um sich und Nintendo hat momentan, also gefühlt kommt momentan von Nintendo jede Woche eine Mail mit 4, 5 Spielen, die sich durchaus mal in mein Laufwerk verlaufen dürfen. Ich glaube, da hat echt Microsoft mit dem Summer of Arcade so einen richtigen Trend losgeschossen, ja. Ne? Dass die ganzen Download-Geschichten im Sommer immer kommen. Aber wo ist denn eigentlich der Summer of Arcade? Wann fängt der an? Der läuft. Ich meine, der läuft schon. Nee, ab August läuft der. Ab August? Ab August habe ich irgendwas gelesen. Ja, okay. Könnte ich also mal gucken, was ich gerade so live on the minute finde. Recherche doch mal. Ich recherche. Und, doch mal. Das klingt gut. Ja, das klingt gut, das stimmt. Mal gucken. Findest du? Ja, also, was spielt ihr denn gerade so? Ladies first, Sam. Das interessiert mich jetzt wirklich mal, was du gerade momentan aktuell spielst. Gerade momentan, ich habe die ganze Woche eigentlich nichts gespielt. Ich bin zu nichts gekommen. Ja, ich weiß, schockierend. Aber ich habe mir, und das werde ich nachher gleich anspielen, beim Steam Summer Sale ein paar Sachen gekauft. Wer hätte das gedacht, nicht wahr? Komisch. Unter anderem The Incredible Adventures of Van Helsing, das schaue ich mir nachher gleich mal an. Das ist so ein Diablo-Style-Spiel, steampunkig angehaucht. Mit eigentlich relativ interessanter Story, so wie ich das gesehen habe. Das werde ich mir nachher gleich mal reinziehen, denke ich. Und dann werde ich jetzt am Wochenende halt wieder mal noch ein bisschen Defiant spielen und Guild Wars 2. Schätze ich. Das klingt auch nach einem ordentlichen Wochenendprogramm. Ja, wobei das heißt, ich spiele halt ungefähr insgesamt 2 Stunden oder so. Ach so, das klang jetzt aber ganz ernsthaft irgendwie nach... Nein, ich weiß, dafür ist keine Zeit. Verstehe. Ja.
Das mache ich dann irgendwann mal, wenn ich mir nämlich Dr. Sam nennen dürfte. Hm? Dr. Oh. Sam. Dr. Sam, ja. Ja, ich hoffe, das ist ein bisschen was von Dr. Bob. Ja. Dann werde ich ein paar Wochenenden durchzocken, paar Tage durchzocken, schätze ich. Und dann fällst du ins Koma. Du bist ja eigentlich jetzt schon Dr. Defiance. Ja, das stimmt. Ja, sowieso, aber Dr. D. Und so weiter. Genau. Ja, dann, wenn du gerade da so rumtrötest, dann darfst du direkt weitermachen. Na, ich hab gedacht, die Dame neben mir. Naja, dann die Dame neben dir, aber die trötet ja nicht. Ich spiele ja auch nix. Ja, das ist doch Quatsch. Ich warte. Ja, ich auch. Ja, warten ganz warte auf Game & Wario und Pikmin 3. Pikmin 3? Ja. Und? Ja. Und? Noch was? Ja, oder war das für den Johannes? Ja, für mich ist hier Super Luigi Rollenspiel Abenteuer. Ich schlafe und Mario springt in meinem Kopf rum. What? Was? So ungefähr war doch der Untertitel. Ach so, ja. Hier New Luigi Team. Mario Dream Soccer Advanced, genau, Warfighter. Team. Ha. Ja. Okay. Faszinierend. Party. Ja, ach so. Ja, okay. Das stimmt, ja. Das kriegt ihr alles. Ja. Super. Dann spielst du jetzt gerade gar nichts. Das ist ja traurig. Ja, dafür gucke ich aber jetzt die erste Staffel Boardwalk Empire. Ja. Beziehungsweise beginne heute. Ja. Damit ich die zweite Staffel, danke dafür, gucken kann, um diese zu reviewen. Ja. Es lebe die Logik. Total. Yeah. Aber Anna spielst du doch, oder nicht? Nein, ich hänge an einer Stelle, aber Daniel hat schon einen klugen Spruch gesagt und mach doch mal ein Patch drauf. Okay, mach ich. Gute Idee. Bin ich überhaupt nicht drauf gekommen mit meinem Matschbirne. Ja, wir reden nicht auch immer matschig. Darum. Ja, nee, ich glaube, das ist an sich so. Das ist angeboren, das kann ich nicht jetzt ablegen. Ja, also Anna, wenn ich an dieser Stelle, die ihr auch merklich erkennen werdet, nicht weiterkomme, und wenn das wirklich ein Bug ist, dann kommt gerne noch ein bisschen mehr Anna. Ja. Aber wenn nicht, dann müssen wir eine Lösung irgendwo im Internet geben. Ich habe es schon. Ich habe schon alles versucht. Ich habe mir so viel Mühe gegeben und ich komme nicht weiter. Ich kann irgendwie etwas nicht auswählen. Es fehlt irgendwas, damit es getriggert wird. Und weiß der Geier. Ich verstehe es nicht. Ich renne rum und weiß nicht, was ich machen soll. Und das schon etwas länger jetzt. Und jetzt habe ich irgendwie so die Lust verloren, mich damit noch auseinanderzusetzen, weil ich wirklich zu lange gesucht habe. Ja. Also Anna-Fans, wenn ihr da draußen zuhört, wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Guckt euch dann mal die Videos an und wenn einer von euch weiß, wo der Fehler liegt, der darf dann auf der Gamescom mit mir einen Kaffee trinken. Upsi. Oh. So, Johannes, ich will aber bitte dabei sein. Moment mal. In Sichtweite von Johannes. I've got eye on you. Aha. Ja, also der kriegt einen Keks, irgendwas. Also bitte helft mir. Alles kriegt einen Keks, während du dir einen Kaffee mit einem wildfremden Typen reinziehst. Das ist ja unglaublich. Wieso unsere... Vielleicht ist es ja auch mal, das kann auch eine Frau sein. Stimmt, was soll denn das jetzt? Ja, aha. Wenn die Sam mir hilft, was dann? So, dann habt ihr den Salat. Ha. Dr. D ist immer da. Das ist doch Dr. Sam. Nein, Dr. D cooler, Dr. Defiance. Ach so, okay, das macht Sinn. Johannes, was spielst du denn momentan? Ja, da hole ich mal meinen Notizzettel raus. 20 Seiten lang. Nein, das war natürlich nur ein akustischer Scherz. Ich habe endlich Fire Plem Plem auf Extrem durchgespielt. Ich möchte Applaus. Yay! Juhu! Es hat nur von den 60 Stunden, die ich gespielt habe, 40 Stunden Grinding erfordert und ich musste mir 12 Euro Download-Content runterladen, damit das geklappt hat. Was? Liebe Leute, kauft euch niemals Download-Content, um deinen Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Das war das Wort zum Sonntag. Und spielt Fire Plem Plem bloß nicht auf Extrem, es ist die Hölle. Schwer langt vollkommen und ihr könnt vor allem vernünftig grinden, müsst keinen Download-Content kaufen. So, das dazu. ein paar Helden mussten sterben.
Aber ich konnte endlich das Ende sehen. So, dann habe ich durchgespielt New Super Mario Bros. 2 auf dem 3DS. Enttäuschend kurz und relativ einfach. Ich habe das Spiel mit 250 Leben abgeschlossen. In der schwereren wow. Bonuswelt. So viel zum Thema, Mario-Spiele sind noch genauso schwer wie früher. Und jetzt fange ich an auf der Wii U, New Super Mario Bros. Wii U. U, oder? Wii U. Nee, wirklich? Heißt es eine U? Ich bin mir nicht Super sicher. Super Mario Bros. U. Ja. Ja, um dann parallel dazu den Vergleich zu ziehen zu New Super Luigi Bros. U. Nee, U. Bros ist durch gestrichen. Das heißt Bros ist durch. Es ist nur noch Luigi ja. U. Ja. Ach, New Super verwirrend. Luigi U. Es ist so verwirrend, Nintendo. Ja, macht es mir echt nicht leicht. Nein. Ja, da bin ich jetzt mit der ersten Welt durch bei Mario Bros. Nee, ohne Bros. U. Oh Gott. Ja, und außerdem habe ich noch für unterwegs noch angefangen hier Persona 4. Wow. Die ersten drei Stündchen. Ja, ich habe Persona 3 angefangen, ja, als ich zu Hause war und viel Zug gefahren bin. Okay, cool. Ja, also ich habe jetzt 3 Stunden gespielt, original erst 2 Kämpfe gemacht. Ist das normal? Du musst ja nicht unbedingt kämpfen, so wie ich okay. das festgestellt habe. Ich habe ein bisschen mehr gekämpft in Persona 3, aber das... ich lege jetzt auch meinen Hauptfokus gar nicht darauf, um ehrlich zu sein. Ich versuche erstmal da so viel wie möglich anderes Zeug zu machen, weil es gibt ja genug anderen Scheißzeug zu tun. Ja, klar. Genug anderer Scheißzeug zu tun. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich möchte, dass in Zukunft in allen Videospielen der Begriff Sidequests umbenannt wird in genug anderer Scheißdreck zu tun. Das finde ich ganz. Ja, aber es sind ja keine Sidequests in Persona 3. Es ist ja sowas wie... Oh ja, da gehst du halt in den Volleyball-AG, dann triffst du da irgendwelche Leute, dann hast du da irgendeine Verbindung aufgebaut, damit du die Verknüpfung mit denen, dem Persona-Typ da stärken kannst, gedöns, das ist alles nicht. Okay, ich vermute mal, das geht in Persona 3 viel schneller, bis du so offen und frei sowas wählen kannst, weil in Persona 4 ist es bisher echt sehr, sehr linear. Also bis jetzt habe ich wirklich nur durch Dialogsequenzen ein paar Entscheidungen geklickt und 2 Kämpfe geht ein bisschen mal schneller. Gehabt. Und ich habe wirklich jetzt noch nicht irgendwie so die Entscheidung gehabt, ja, ich kann jetzt da beitreten oder ich freund mich mit dem an. Sowas hatte ich bisher noch gar nicht. Also dieser Open Content, ich denke mal, der kommt noch, weil es gibt noch so viel Kram. Ja, aber beim Anfang, ja, weiß nicht, ich habe auch schon ein bisschen mehr Zeit vielleicht reingesteckt als 3-4 Stunden. Ah, okay. Weil viel gekämpft habe ich noch nicht, aber an sich ist halt am Anfang eine lange Zeit, wo du erstmal nicht viel Auswahl hast. Wo du halt, sag mal, wo dein Tag einfach rumgeht und du halt mit dem irgendwo hingeschickt wirst, mit dem irgendwo hingeschickt wirst und dann passiert irgendwas, da kannst du aber auch nichts wählen. Ja, was ich ja wirklich, sehr putzig finde in Persona 4, du kommst da halt als so ein Außen, also ein Schüler kommst du halt in eine neue Stadt, in eine neue Schule und so und du kommst dann halt bei deinem Onkel, glaube ich, kommst du unter und der hat halt eine Tochter und die sitzt halt den ganzen Tag nur vom Fernseher und die kann diese Melodie singen von so einer von einem Elektronikmarkt und das ist schon sehr putzig, weil die halt immer wenn dieses Lied kommt, weißt du halt, kommt als nächstes, die singt das halt nach, ne, und das ist schon sehr, sehr witzig und das macht einen schon so ein bisschen fertig, weil du sitzt immer vom Fernseher und du kannst halt nichts machen. Ja, du sitzt immer da sitzen und du weißt so, ey, eigentlich müsste ich gucken, dass das Kind ein bisschen wegkommt vom Fernseher, aber du musst dich halt immer um deine Freunde kümmern, sonst sterben die halt über Nacht, ne, in diesem komischen Persona-Universum. Ich weiß ja nicht, wie es im dritten ist. Im vierten ist es dann in so einer Twilight Zone im Fernsehen und da werden Schüler angezogen. Nee, das ist im dritten ganz anders. Okay. Also im dritten passiert den meisten Menschen nichts während der. Also da ist. Im dritten ist es so quasi zwischen Mitternacht. Mitternacht gibt es eine extra Stunde, ja, wo du halt in diese Zwischenwelt kommst oder diese Zwischenwelt quasi rüberkommst und normale Menschen verbringen die Zeit, das sieht aus wie Särge, die überall rumstehen, so schwarze. Macht in den Straßen. Macht eigentlich auch Mr. Burns mit schon im dritten Teil? Ja. Da macht so ein langnäsiger Typ mit. Ja, ja, im Velvet Room macht der. Ja, doch, das ist, der macht da auch schon mit. Mit der, wo man die Persona fusionieren kann und so, ja. Der spricht auch genauso wie der englische Mr. Burns. Hey, welcome, my friend. Und, ja. Und das muss ich sagen, ich find's echt schade, dass sie nicht die japanische Synchro mit drauf haben, weil
Ich finde das generell bei allen Anime-esken Sachen ganz furchtbar, wenn das ein amerikanischer Dub ist, weil die doch sehr dazu neigen, die sowieso schon überzeichneten Charaktere dann noch so unfassbar krass zu übertonen. Ja, so wobei ich finde, es geht. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm in dem. Ja, ich kann so diesen American Japano-Slang kann ich echt nicht ab. So, hey Kimono-san, what's going on here in Shibuda? Ach, es ist so. Aha. Das ist eigentlich nicht. Also da muss ich sagen, das geht eigentlich gut im dritten. Ja, gut, ich weiß, das ist übertrieben, aber ich finde es ein bisschen zu American-Style Hotdog, das Ganze. Aber gut, genug von Persona 4. Hier, André, was spielst du denn? Ich spiele aktuell Cloudberry Kingdom. Ist ein kleiner Download-Titel. Der ein bisschen freakig aus. Ja, ist aber der ist ziemlich cool, weil du kannst, die Level in dem Spiel werden automatisch generiert. Und zwar so sehr, dass du niemals das gleiche Level zweimal siehst und nicht mal annähernd. Und die Level werden auch nach deinem Spielstil generiert. Also wenn du eher dazu neigst, Gegner zu kloppen, dann tauchen mehr Gegner auf. Und wenn du dann eher auf Springen basiert bist, dann mehr Sprungpassagen und sowas alles. Also das ist ziemlich cool. Echt jetzt? Ja, das ist cool. Hm. Und ansonsten State of Decay. Ah, guter Mann, guter Mann. Ah. Weil es ist einfach zu geil, das Spiel. Ja. Sieht auch echt gut aus, ja. Ich möchte es aber auch mal langsam spielen. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Was hast du schon erlebt? Ich bin noch relativ am Anfang, weil ich habe erst die Demo gezockt und dann habe ich das volle Spiel gekauft und dann musste es von neu anfangen, was ich schon ziemlich doof fand. Ja. Ich bin jetzt erst wieder, nachdem die vom Berg runter sind, also erst in der ersten kleinen Gemeinde. Okay. Noch ganz am Anfang. Und aber ich habe schon viele Zombies geschlachtet. Sehr gut. Ja, das macht auch unfassbar viel Spaß. Ja, vor allem wie du die dann finishst, so wie beim Golfen. Ja, ja. Muss ich mir das ohne die Vorgänger gekannt zu haben oder sagen wir mal so, muss ich mir das wie bei Dead Rising 3 vorstellen? Oder ja. ich hab's echt noch kein bisschen gesehen. Ihr müsst mir das mal erklären. Ja, guck doch einfach mal in unseren YouTube-Videos an, ja. Weil das sehen. Also ich finde, es sieht echt cool aus. Das ist auch ein Spiel, was ich mir vielleicht ist eines der wenigen Zombie-Spiele, die ich tatsächlich kaufen werde. Okay. Normalerweise schaue ich mir immer nur Let's Plays an. Nee, das macht richtig viel Spaß. So ein Zuhören erinnert mich total an Dead Rising 3 natürlich. Die ersten zwei habe ich nie was gehört. Ich würde sagen, es ist eine gesunde Mischung aus Dead Rising und aus Project Zomboid, weil du halt du hast diesen Basenbau, wo du die Basis halt immer weiter ausbauen kannst, was ich bisher noch nicht in den Gameplay-Videos gezeigt habe. Und du rennst halt rum und machst Missionen, teilweise sehr repetitive Missionen. Ja. Keine Ahnung, finde Überlebende. Dann rennst du los, dann musst du ein paar Häuser abklappern und Überlebende suchen. Du musst aber auch Ressourcen sammeln für deine Leute zu Hause. Ohne die Ressourcen kannst du auch nichts bauen. Wenn du nichts baust, gehen dir irgendwann sowieso alle Sachen aus. Zuallererst die Autos, dann die Waffen. Und natürlich werden Leute auch krank und die werden verletzt bei ihren Missionen. Das ist schon so ein bisschen Management mit dabei, um die Basis immer am Laufen zu halten. Dann musst du halt auch manchmal jemanden an die Hand nehmen und musst dann mit dem rausgehen und zeigen, hier, guck mal, das ist ein Zombie, dem wickst jetzt mal ordentlich den Kopf ein, bums, dann ist der tot, dann ist der happy, ist der Moralbalken ist wieder, juhu, ihr habt einen Zombie gekillt, yeah, das macht Spaß. Zombie-Apokalypse ist doch nicht scheiße. Und dann gehst du wieder zurück und dann erzählt er allen, wie toll das war. Und dann steigt die Moral halt wieder. Ja, das ist genau, total cool. Geil. Und macht unglaublich viel Spaß. Das ist super. Hier apropos Zombie-Apokalypse. Caroline und ich können mal wieder einen Filmtipp aussprechen. Wir haben neulich Warm Bodies endlich mal gesehen. Ah, oh, der war toll. Was für ein Ding? Mhm. Warm Bodies, Warm ja. Ich Bodies. Wollte mir auch anschauen, eigentlich auf Englisch, muss ich sagen. Ja. Ja, der ist also wirklich absolute Empfehlung. Es ist von dem gleichen Studio wie Twilight. Aber es ist total nicht lieb, also aber es ist natürlich sehr amerikanisch, aber sehr sympathisch und irgendwie mal was Neues und die versuchen auch jetzt nicht unbedingt alles Mögliche da umzukrempeln, sondern es ist irgendwie nett gemacht und es ist ganz unterhaltsam zu gucken und man schämt sich da jetzt auch für nichts
und irgendwie sind sie süß. Also es war ein schöner Zombie-Liebesfilm und eine nette Idee dahinter. Also ich habe ich war echt überrascht. 4 Minuten gesehen oder so in einem Sneak und das fand ich schon geil. Ich gedacht, ja, das ist super. Es ist total sympathisch. Also das guckt man sich gerne an und man erwartet auch überhaupt nicht, dass man wirklich gut unterhalten. Also es war auch wirklich mal lustig. Ja. Oder, also ich fand schon die ersten 4 Minuten, habe ich gedacht, das ist so geil, die Idee. Und auch diese Stimme halt von dem Zombie da, der das erzählt quasi, das fand ich super geil. Ich werde mal irgendwann mal das Buch zulegen dazu. Ist ja eine Buchadaption. Ja. Auch. Also lasst euch nicht von Twilight Studio abschrecken. Es ist definitiv sehr guckbar und macht Spaß und ist auch nicht überkitschig oder sowas. Es ist hat auch einen tollen Soundtrack, muss ich sagen. Ja, also der hat mir auch richtig gut gefallen. Ja, man darf nur nicht den Fehler machen und jetzt irgendwie erwarten, dass man jetzt hier die Gedärme und die Arme durch die Gegend fliegen. Es ist jetzt kein super beinhartes Zombie-Gemetzel à la Walking Dead oder so. Oh. Es ist sehr auf Mainstream runtergebrochen. Aber es funktioniert gut. Es macht halt mal aus der Idee einer Zombie-Apokalypse mal was ganz anderes, was halt noch keiner gemacht hat. Daher ist es halt mal wirklich mal angenehm guckbar und frisch, auch für jemanden, der schon Millionen Zombie-Filme gesehen hat. Es ist halt einfach mal Liebe dabei, nicht nur Schrecken. Ja, also nicht so viel verraten hier, ne? Naja, komm. Ohne Scheiß, ich habe gar nichts von dem Film gewusst. Ich wusste überhaupt nichts. Nee, man wusste schon, dass also vor ich auch. Also ich habe da mal. Ist es halt viel cooler, wenn man gar nichts weiß. Genau. Also, absolute Empfehlung. Man geht mit einem guten Gefühl aus diesem Film. Auf jeden Fall, ja. Die Zombie-Empfehlung der Woche. Auch immer zugeben muss, die Schauspieler waren jetzt auch nicht. Ja, aber es ist ja voll in Ordnung. Also, ja, Liebesfilme sind eh immer so ein Ding. Ja. André, warst du denn eigentlich fertig mit deinen Spielen, die du spielst? Wir kamen dann so ein Spiel. Ich habe jetzt die Tage nochmal Assassin's Creed 3 ausgepackt. Nachdem ich das ewig nicht mehr angefasst habe, habe ich gedacht, gucken wir mal, ob wir da noch was zu tun haben. Hab dann ein paar Sidequests gemacht, nichts Großartiges. Ansonsten, ja, ich habe die Tage The Last of Us durchgespielt. Ich war ja, wie du anfänglich erwähnt hast, gesundheitlich angeschlagen und habe dann die Zeit genutzt, das Spiel gekauft und durchgespielt. Grandioser Titel. Auf jeden Fall empfehlenswert für jeden, der eine PlayStation 3 hat. Ja. Sollte man gespielt haben. Ja, solltest du. Ist genial. Ist wirklich unfassbar gut. Ist neben Beyond Two Souls doch so das große PS3-Ding, wo ich noch. Ja, auf jeden Fall. Also könnte wahrscheinlich einer der Game of the Year Titel werden. Ich gehe davon stark aus. Ja, denke ich auch. Sieht echt gut aus. Beyond wird in eine andere Kategorie Game of the Year werden und dann sind wir alle glücklich oder auch nicht. Wer weiß, vielleicht gibt es dieses Jahr ja wieder die iNoYo Game Awards. Es wird spannend. Es könnte interessant werden. Es wird auf jeden Fall eine tolle Gamescom mal wieder. Oh, ich freue mich drauf. Gamescom? Ja. Ja, was da? So ein bisschen. Ja, das stimmt. Da freue ich mich auch drauf. Wenn ihr euch da auch drauf freut, dann. Ja, noch kann ich nicht. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich das anders ja nicht so ganz. Ich kann noch nicht viel verraten dazu, das ist das Problem. Ist alles noch hinter. Ist noch hinter geschlossenen Vorhängen. Ja, genau. Oh mein Gott. Hinter verschlossenen Vorhängen, der schwedischen Manschetten. Vorhängen, genau. Ich denke mal, Podcast wird sich das Geheimnis lüften. Ja, hier wird sich das Geheimnis lüften, aber nicht heute. Nein, natürlich nicht. Natürlich. Folge für Folge wird ein Puzzleteil zusammengefügt, um am Schluss ein grandioses Ganzes zu bilden. Hä? Ja, nur hier. Bei I Know Your Game. Fuck yeah. Holy cow. Nö, also ansonsten spieltechnisch bin ich durch. Und was spielst du her? Von ich habe alles schon gesagt, was ich momentan spiele. Stimmt, dann sind wir durch. Ja. Dann habe ich noch die Summer of Arcade Sachen, weil ich habe sie mittlerweile gefunden. Ja. Ich wollte aber niemanden unterbrechen. Hau noch raus. Der Summer of Arcade startet am 7. August mit Brothers, A Tale of Two Sons. Eine Woche später kommt Charlie Murder. Dann wieder eine Woche später Flashback. Und am 28. August Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Yay! Ist ja auch das und Teenage Mutant Ninja Turtles Jahr, oder? Genau. Ja. Jubiläum. Ich habe immer wenn ich's höre, habe ich Frank Zander im Ohr. Ich auch. Superstarke Hero Turtles. Ja. Ich gucke gerade. In Wirklichkeit war ich das nämlich.
Tüte. Achso. Ich bin nämlich Frank Zander. Immer auf der Lauer. Da wiegt dir doch das Blech weg. Ja, ich gucke gerade auf den Tacho und sehe, dass wir schon wieder anderthalb Stunden fast quatschen. Deswegen, ach du ja, deswegen würde ich fast behaupten, wir sollten es an dieser Stelle für diese Woche bewenden lassen. Wir haben wahnsinnig viel Quatsch geredet. Das ist aber völlig in Ordnung, denn das macht uns aus. Doch auch ja, das ist ein Feature, liebe Freunde. Eben. Denn das kann mittlerweile sollten, ja. Was? Bitte? Nein? Wie? Ach so. Was? Ja. Ja, mittlerweile sollten euch ja auch die Ohrstöpsel in das Ohr reingeschmolzen sein bei der Hitze, ja, wenn ihr den draußen gehört habt. So, dass ihr diesen Podcast eigentlich gleich wieder von vorne anfangen könntet. Eigentlich einfach wieder Replay und schon ja, geht der Spaß von vorne los. Das stimmt. Bis ja, nächste Woche, bis es Nachschub gibt. Ich muss ja, gerade wieder an einen Typen so denken, der sich die kleinen Kopfhörermagneten direkt ins Ohr implantiert. Was? Okay. Ja! Der hat sich so diese kleinen Magneten, die im Kopfhörer den Ton erzeugen, direkt ins Ohr implantiert. Wird er dann, wenn die... So fängt die Zombie-Apokalypse an, Freunde. Ja, warum ist der so? Wird er sich dann Oculus Rift dann auch direkt auf die Augen schrauben? Ich habe keine Ahnung, aber ich fand das voll hart mit den Kopfhörerteilen, aber der hat jetzt quasi echt einen Knopf im Ohr. Ich weiß, wie wir ihn nennen werden, wenn er das mit Oculus Rift macht. Wir nennen ihn dann Jordi. Oh, Mann. Oder kennt ihr noch Spider-Man, Dr. Oculus? Oh Mann. Oh Gott, jetzt kommt das Geistige wirklich zu gut. Jetzt sinkt das Niveau. Das ist mir zu krass. Ich verabschiede mich an dieser Stelle ganz schnell, bevor noch mehr Unsinn genau, aus unseren Gehirnen in eure Ohren fließt. Macht's gut, bis nächste Woche, bleibt uns gewogen und schaut auch mal auf YouTube vorbei, denn wie ihr am Anfang mitbekommen habt, es gibt jeden Tag nicht Gewinne, aber jede Menge neue Videos, unter anderem zu Anna, zu State of Decay, zu Zombies, zu Spielen, die wir getestet haben in Spiele-Quickies und vieles, vieles, vieles mehr. In diesem Sinne, tschüss! Tschüss! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Thank you.